Willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors. Yay! Mit zwei Leuten. Seit dem letzten Mal hat sich einiges getan. Wir haben seit dem letzten Mal das Twilight Princess Paket zusätzlich bekommen. Das heißt, es gibt einige neue Inhalte. Zusätzlich haben wir, ja, wie man da unten rechts auch schon sieht. Ja, es ist ganz unauffällig, dass das Twilight Princess Paket jetzt verfügbar ist. Ja, seit dem letzten Mal sämtliche schweren Skulltullas im Story-Modus eingesammelt. Leider fügt das Paket Twilight Princess keine neuen Story-Missionen hinzu. Da gibt's also nichts, was wir neu machen könnten. Aber immerhin gibt's eine Abenteuerkarte. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt auch alle Skulltullas hier auf schwierig gesammelt haben, haben wir eine neue Extra-Karte im Abenteuermodus freigeschaltet. Außerdem haben wir Ladas Herzcontainer auf dieser wunderbaren Stage freigeschaltet, was wir vorher nicht konnten, weil wir keinen Herzhaken hatten. In einer späteren Stage haben wir auch ein Herzteil für irgendjemanden geholt, weil wir da nur Link auswählen konnten, als wir da das erste Mal da waren. Ja. Außerdem ist am Tag des Twilight Princess Updates auch ein neues Update rausgekommen, die Version 1.4.0. Ja, die Höchststufe für Krieger ist jetzt auf 150 erhöht. Außerdem die Höchste für Material auf 99 hochgesetzt. Das heißt, wir können jetzt noch mehr Lumpen farmen. Juhu, ich wollte immer mehr Lumpen haben. Ja, außerdem gibt es jetzt neue Tränke, wo ich mir die noch gar nicht angeguckt habe. Aber es gibt neue Tränke, es gibt neue Orden, also neue Achievements. Und es gibt Amiibo-Geschenke. Ich hasse diese Dinger, Geldschüttel. Einfach nur Geldscheffelei, wirklich. Ja. Naja. Also die Amiibo-Geschenke funktionieren in diesem Spiel folgendermaßen. Egal welchen Amiibo man hat, man kann sie auf dieses Gamepad drauf tun, man bekommt da Sachen für. Für Charaktere, die nichts mit diesem Spiel zu tun haben, bekommt man eine Level 1 bis, also eine 1 bis 2 Sternwaffe. Toll. Ganz toll. Für Zelda bekommt man 3 Sternwaffen und höher. Für Link dasselbe. Und wenn man das allererste Mal Link da drauf stellt, bekommt man für ihn eine komplett neue Waffe, die man sonst überhaupt nicht bekommen kann. Ja, das ist herrlich. Ja. Man darf nochmal zusätzlich Geld ausgeben. Wuhu. Ja. Das hat man so offensichtlich noch nicht oft genug getan. Außerdem haben wir einen neuen Charakter freigeschaltet, wobei wir das besser in der Abenteuerkarte zeigen können. Ja, das stimmt. Da sind. Ja, jetzt haben wir nämlich auch die Extra-Karte bekommen dafür, dass wir ein Bild in der Galerie mit Skulpturen vervollständigt haben. Um genau zu sein, haben wir sogar schon zwei voll, oder? Ne, wir haben eine voll. Sicher? Diese Wunder hier, treue Gefährten, haben wir voll. Ansonsten okay, das ist auf jeden Fall das erste Bild, das wir während der Story die meiste Zeit vervollständigt haben. Ja. Diese vier hier tun im Moment noch gar nichts, die kann man auch noch nicht mal angucken. Und diese hier sind dann für die Bilder, die man jetzt eben von Anfang an freischalten kann. Ich glaube, dass die hier sich freischalten, wenn man von den DLCs die Bilder voll macht. Okay. Weil die auch nochmal neue Skulpturen hinzufügen. Okay, interessant. Ja. Außerdem haben wir die Schattenkarte bekommen für das Twilight Princess Paket. Juhu. Die jetzt komplett neu ist und auch sehr eigen ist. Ich würde sagen, die zeigen wir jetzt noch nicht weiter, aber da haben wir schon mal eine Erklärung dafür. Erklärung für Warp-Portale. Auf der Schattenkarte gibt es Warp-Portale, die richtig eigentlich eine große Hilfe sein können. Eigentlich nicht, aber sie sind da. Rote Warp-Portale kannst du nicht benutzen, gewinne eine Schlacht, um sie auf grün zu schalten, damit einsetzen zu können. Und setzt du auf dem Erkundungsbildschirm die Itemkarte Tante auf grünen Warp-Portalen ein, um zu einem Kartenabschnitt zu springen. Man Chicken! Okay, erstmal raus hier. Wie gesagt, da werden wir jetzt noch nicht weiter drauf eingehen, aber die existiert jetzt schon mal, die Schattenkarte. Wir haben ganz viele tolle Dinge bekommen. Jetzt können wir uns natürlich auch, da wir jetzt tatsächlich auch mal ein Bild vervollständigt haben, uns das Bild in der Galerie angucken. Juhu, Bilder betrachten. Bilder betrachten. Hier haben wir jetzt nämlich Treue Gefährten haben wir vervollständigt. Ich kann jetzt auch auf Großbildschirm schalten. Juhu, direkt mal einen Screenshot machen und als Desktop-Hintergrund benutzen. Ja, wunderhübsch. Ja, und durch die ganzen Skulpturen, die wir gesammelt haben, haben wir das oberste Bild, das hier momentan drin ist, schon größtenteils vervollständigt. Ja, aber es ist doch noch nicht ganz fertig. Ich dachte irgendwie, wir hätten schon fertig gehabt, aber nein, da fehlen zwei. Da fehlen noch welche. Okay. Ja, was wir nicht alles tun können, aber. Dann würde ich sagen, zurück in den Abenteuermodus. Zurück auf unsere Abenteuerkarte. Denn wir wollten ja schon beim letzten Mal ein paar Dodongos attackieren. Ja, Bombs und Dodongos. Besiege alle Riesenmonster in der vorgegebenen Zeit. Genau, vorher haben wir jetzt noch einen neuen Charakter, der durch das Twilight Princess Paket freigeschaltet wurde. Es ist nochmal Midna. Es ist nochmal Midna, nur diesmal in groß. In menschlicher, mehr oder weniger Form. Ja. Weil man sich gedacht hat, hey, Twilight Princess hat irgendwie keine Charaktere. Ja. Zumindest keine, an die man sich gut erinnern könnte oder die gut in diesem Spiel aussehen. Nehmen wir einfach nochmal mit nach. Ja. Außerdem zusätzlich haben wir dann noch Kostüme bekommen. Ja. Nämlich das Briefträgerkostüm für Link. Yay! Jetzt kann ich auch in dem Spiel als Briefträger rumlaufen. Ja, wir werden von jetzt an, glaube ich, sehr viel Briefträger-Link sehen, habe ich so das Gefühl. Außerdem haben wir für Zelda ein neues Outfit bekommen, nämlich das Illia-Kostüm. Ich habe irgendwann letztens mal wieder Twilight Princess kurz angespielt. Ernsthaft, hätte ich Twilight Princess nicht erst vor kurzer Zeit nochmal kurz drin gehabt, ich wüsste nicht mal mehr, wer dieser Charakter ist. Ja, Twilight Princess halt, das übliche Problem.
Außerdem haben wir für Zelda einen komplett neuen Waffentyp bekommen, den wir da sehen. Der Kopierstab. Ja, der Kopierstab kam mit Ilia zusammen. Ja, der kam mit Ilia zusammen mit dem Twilight Princess Paket. Ja. Ja, aber als erstes wollen wir uns mal Midna irgendwie auf ein Level bringen, wo es auch hilft. Ja, und am besten noch ein paar Medaillen geben. Midna hat einen Spiegel als Waffe. Ja. Auf welchem Level auch haben wir? Auf 15. Auf welchem Level haben wir die anderen gebracht? 15? Die anderen haben wir auch auf 15 gebracht. Genau. Dann machen wir das mit ihr doch auch. Level up! Jawohl. Ja. Ich hab's mir über meine eigenen Version direkt auf Level 40 gekauft. Ich hab erstmal eine Weile gesessen. Das kann ich mir vorstellen. Und lustig den Balken zugeguckt. Bling. Aber immerhin kriegen wir dafür plus 82 Angriffe. Ja. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Das lohnt sich schon. Und wir haben zwei Herzcontainer dazu gekriegt. Ja, kann auch nicht schaden. Dann Medaillen. En masse. Ja, da brauchen wir einen Monsterzahn für. Guck mal, da hatten wir auch 99 von. Ja. Ist doch schön, dass wir davon jetzt 900 zusätzliche sammeln können. Ja, noch 900 zusätzliche. Ja. Da können wir sogar direkt alle Kombos kaufen, wie sich, jawohl, gerade zeigt. Sie gibt Dopandagen. Pff, lächerlich. Ja, brauchst du ganz viele von. Sias Armband. Ich glaube, das können wir auch opfern. Oh, Ausdauerfrucht können wir sogar schon die nächste Verbesserung für sie kaufen. Ja, aber ist schon. Hier geht's richtig ab. Wenn wir wollen. Irgendwie haben wir von allem, was wir für sie brauchen, einfach Massen. Ja. Wobei wir jetzt zugegebenermaßen noch einige Materialien natürlich zusätzlich gekriegt haben, weil ich halt die komplette Story nochmal auf schwer durchgespielt habe, um halt die Skulltullas zu holen. Ja. Da kommt dann nochmal einiges an zusätzlichen Materialien zusammen. Maske der grimmigen Gottheit, sogar schon theoretisch die verbesserte, wenn wir wollen. Ja, da brauchen wir schon den einen Zias-Stab, ja, den müssen wir nicht unbedingt dafür verbrauchen, denke ich. Ja. Okay, hier eine Flasche allerdings auf jeden Fall für einen Lumpen. Pff, ja, für einen Flammenbandagen also und Lumpen, auch gut. Ja. Aber da oben, ja, für Gyptobandagen, alles Unfug. Oh. Ja, so Unfug-Sachen, die man mal eben kaufen kann. Und Bienenlarven, ja, gut. Metallplatte, ja, für Festung schnell erobern. Können wir auch schon Festung noch schneller erobern? Können wir definitiv. Da haben wir auch genug von. König Dodongos Klauen und Sias Armbänder gibt es da Übermassen. Ja. Und ja. Und dann können wir natürlich noch, weil wir eine neue Waffe mit Zelda haben. Für Zelda Kombos kaufen. Für den Kopierstark neue Kombos kaufen. Das Ding sieht vielleicht aus. Feenschwert! Buntes Schwert. Ja, Feenschwert. Der Feenschwertorden ist toll, wenn man hier kaufen kann, die Medaillen. Die sind sehr hübsch. Okay. Dann können wir das auch komplett hochgraden. Ja. Ja, können wir. Definitiv keine schweren Materialien. Wieder mal. Ja, wunderbar. Massig X-Kombo-Angriff. Sieht doch gleich viel schöner aus. In der Tat. Ja, gut. Ja. Und einmal zu viel B gedrückt. Jetzt sind wir wieder auf der Abenteuerkarte zurück. Nein! Können wir uns jetzt aber endlich in diese Mission reinbegeben. Ja, jetzt können wir uns in der Tat tatsächlich in die Mission reinbegeben. Du musst dich einschalten. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer welche Belohnung kriegt. Es gibt keine Belohnung. Okay, dann würde ich sagen, kannst du Midna nehmen. Es gibt freie Wahl. Dann kann ich eigentlich auch mal Midna nehmen. Ja, mit dem Düsterspiegel. Und ich werde dann mal Ruto benutzen. Die haben wir bis jetzt auch noch nicht demonstrieren können. Immerhin haben wir für Ruto hier auch eine schöne Waffe inzwischen gefunden. Ja, schöne 5-Sterne-Waffe. Dadurch, mit Fragmente, ja, wissen wir schon. Ich die Story durchgespielt habe, haben wir natürlich auch ein paar neue Waffen, die jetzt zufällig in unser Inventar reingefallen sind. Ja. Das mit der ganzen Story nochmal spielen, sorgt dafür, dass man verdammt viel Zeugs bekommt, das man sonst nicht hätte. Logischerweise. Ja. Aber die Skulptur, das brauchen wir halt irgendwann. So. Ich nehme den Rechten. Das sind zwei König Dodongos und wir müssen sie besiegen. Ich wollte gerade sagen, ist einfach nur die Dodongos zu bomben. Okay, dann auf den Linken. Ja. Außerdem habe ich in der Zeit, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, gelernt, dass wenn man nach dem Ausweichen die B-Taste gedrückt hält, dass man damit automatisch sprinten kann, was ich vorher nicht wusste. Das habe ich tatsächlich schon häufiger benutzt. Dinge, die ganz nützlich sind zu wissen, wenn man mal von A nach B schnell hin muss. So, wir gehen am Massen. Oh, meine Atmet schon aus. Ja, meine hat auch schon aus, ja, meiner liegt da schon. Work! Der Mitten hat mal wieder eine eigene Leiste, weil alle Charaktere eine eigene Leiste haben müssen. Offensichtlich. Ja, Ruth hat auch eine eigene Wasserleiste für interessante Wasserattacken, die sie einsetzen kann, die sich damit auflädt, wenn sie ihre Spezialattacken überhaupt erstmal benutzt. Eine witzige Sache bei ihr. Ja. Midnas eigene Leiste lädt sich dadurch auf, dass sie normale Angriffe benutzt. Weil, warum nicht? Ich habe aber leider gerade bei meinem Dodongo relativ wenig Schaden gemacht, weil ich die Kombos von Ruto nicht gut kenne. Und gerade eine Attacke eingesetzt hat, die mich leider relativ weit von ihm weggebracht hat und praktischerweise. Ja, Dinge, die passieren, wenn man Charaktere noch nicht so gut kennt. So. Und boom! Finish! Oh nein, mein Finisher hat ihn nicht getötet. Ja, meiner hat ihn auch nicht getötet. Der steht hier noch und guckt mich jetzt doof an und bläst mir wieder Feuer ins Gesicht. Oh, aber meine Arme schon wieder ein. Jetzt sollte meiner definitiv tot sein. Achtung, kaboom, er fällt um. Hier sind ein paar einzelne Gegner, aber die tun überhaupt nichts. Und ja, bam! Die gucken eigentlich hauptsächlich zu. Und gucken einen wirklich nur lustig an. Boah, Materialien gefunden. Mission erfolgreich. Nee, doch nicht, ich hab eine Waffe gekriegt.
Du hast alle Riesenmonster besiegt. Jo, ja, das ging sehr flott. Ich habe viel Material bekommen. Ja. Ist aber auch eigentlich kein Wunder. Wir haben gewonnen. Yeah. Nein, wirklich. Ja. Ist aber eigentlich kein Wunder, weil das ja eine der super leichten Missionen ist. Ja. Ist eine der sehr früh auf der Karte befindlichen Stages, entsprechend ist es auch ziemlich einfach. Sieht es nicht schön aus, wie ich über das Wasser gleite? Ja, wie du über den Boden schwimmst. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Erlittener Schaden 0, das ist doch gut gelaufen. Ja, ich habe einfach alles verteidigt die ganze Zeit. Gegen einen Dodongo kämpfen ist jetzt nicht so schwierig, weil überhaupt nichts anderes dabei ist, das einen ablenkt. Ja. Ab zwei Bossen wird es für mich zu schwierig. Und wir haben neue Bomben bekommen. Yay! Okay, was haben wir hier? Besiege alle Feinde, Stufe 8 begrenzt auf Fei. Wir brauchen auch hier irgendwo einen Herzcontainer für Fei. Ja, müssen wir erstmal suchen. Da müssen wir hier suchen, aber wir brauchen Wasserbomben für, denn dieser unauffällige Fels im Wasser ist natürlich im Original nicht da. Ja, die gab es in Zelda 1 nicht. Ja, die gab es bei Zelda, die gab es in Zelda 1 nicht. Was müssen wir denn hier zum Suchen? Brauchen wir eine Fackel. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal bei der Kerze links weiter, oder? Immer diese Koordination, die wir haben. Ach ja, ich habe übrigens auch seit dem letzten Mal einen A-Rang geholt in der letzten Mission, die wir beim letzten Mal gespielt hatten, weil wir dann einen B-Rang geholt hatten. Ja. Hat nichts gebracht, aber ich habe ihn einfach geholt. Ja, warum nicht? Ja. Okay. Ja, dann besiegen wir mal alle Feinde. An die Arbeit. Kann ja nicht so schwer sein. So, dann kannst du ja, genau, frei wählen, weil du musst. Ja, ich wollte sagen, du musst ihn einschalten. Drink. Ist nicht, als hätte ich jetzt die Wahl. Ich nehme Fei, weil ich Fei nehme. Dann werde ich jetzt mal Midna spielen, zum allerersten Mal überhaupt. Ich habe Midna noch überhaupt nicht getestet. Ich weiß nicht, was der Düsterspiegel überhaupt macht, was er kann, wie er aussieht, was er für Sachen beschwört. Aber ich darf mich jetzt überraschen lassen. Ich habe auch gerade nicht mal auf den Bildschirm nach oben geguckt, um zu sehen, was er eigentlich bei dir gemacht hat. Er tut Dinge, du greifst an. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich hoffe, dass er angreift. Man kann nur hoffen, ne? Ist das so eine Mission, wo wir immer in die gleichen Bereiche laufen müssen? Ja, wir müssen in die Force rein, dann spawnen Gegner um uns rum, wir müssen alle töten. Okay. Sind wir hier nicht mehr oder weniger ein bisschen auf Zeit, oder? Warum hampelst du nicht so richtig, aber ich guck immer, ob ich vielleicht ein paar Magie-Dinger finde, weil am Ende hier der Verbannte mit dabei kommt. Okay. Man kann sich schaden, ein bisschen Magie zu haben. Erstmal die Augen kaputt machen, die gehen mir schon wieder auf den Nerv. Stimmt, da war gerade eins, das mich angegriffen hat. Autsch. Interessant, ich dachte gerade, das wäre ein Gegnerangriff, was ich hier mache. Das sind riesige Animationen. Ja, Midna ist Jesus. Sehr flashy. Hauptsache, ich greife alles gleichzeitig von den Gegnern hier an mit diesen Attacken. Riesige Hände. Ich habe so das Gefühl, ich beschwöre Bosse. Ich glaube, ich beschwöre auch tatsächlich Bosse. Du beschwörst mich nicht. Wolf. Ja. Wie gesagt, Midna ist sehr flashy, hat sehr viele, sehr große Animationen. Du beschwörst in der Regel halt in deinen normalen Angriffen die Floormaster aus dem Spiel, ja, die versucht haben, einem die Kugel wegzunehmen. Floormaster, riesige Wölfe, alles Mögliche. Schon ziemlich heftig. Ja. Sie hat sehr viele, sehr große Animationen. Sie hat die Leiste, lädst du durch ganz normale Angriffe auf, wenn du ganz normal mit Y angreifst. Und wenn die Leiste voll ist, kannst du einen sehr, sehr starken Angriff machen, den du einfach nur stehen bleibst und einfach nur X drückst. Okay. Ich habe so das Gefühl, die reichen mehr Bomben. So, dass die Reichweite von dem Angriff erhöht sich, je voller die Leiste ist. Ich habe so das Gefühl, die Reichweite von Angriffen ist auch so gigantisch. Ist sie auch, richtig gigantisch. Midna hat einfach wirklich riesige Angriffe. Die scheint auch jetzt nicht unbedingt schlecht Schaden dafür zu machen. Na, dafür, dass du nur eine 80 Angriffe hast. Ja, eben. Ich bin ja auf der schwächsten Waffe des Spiels momentan noch. Naja, ich will mitten auch nicht mit der 420 Angriffswaffe sehen. Werden die Gegner sehr schnell sehr viele Probleme kriegen. Aber ich glaube, so riesige Angriffsteile machen einen auch unvorsichtig mit der Zeit. Weil ich halt alles gleichzeitig treffen kann. Wie bin ich gerade im Feuer gelandet? Boom! Leider macht meine große Faustattacke von ihr nicht so nicht so übermäßig. Das liegt hauptsächlich daran, dass die... Weil meine Waffe momentan schlecht ist, glaube ich. Nee, dass die Gegner halt golden leuchten, weil die halt gerade golden leuchten, weil das Spiel das gerade so will. Und wenn sie golden leuchten, dann nehmen sie wenig Schaden? Ja, dann haben sie halt erheblich mehr HP, wie alle Gegner im Spiel, die golden leuchten. Hab ich noch nie so richtig drauf geachtet, muss ich sagen. Und du hast immer dann gestärkte Gegner, die an den golden leuchten, Autsch. Oder die halt, wenn sie rot leuchten, halt auch mehr Schaden machen. Egal in welcher Farbe sie leuchten, machen auf jeden Fall mehr Schaden und halten mehr aus. Könnte passieren, dass ich gerade auf dem Weg bin, uns den A-Rang zu versauen. Brauchen wir den A-Rang? Ja, für Feis Herzgefehlen, aber ich selber habe auch noch nie den A-Rang in dieser Mission geholt. Also, ich nicht? Nein. Okay. Achso, das ist jetzt auch die, wo wir diese Gegner kriegen, ne? Ja. Ja, dann schaffen wir das sowieso nicht einfach so. Der Verbannte und zwei kleine Verbannte.
Sollte man erst die kleinen Verbanden töten? Ja. Nach Möglichkeit ja. Dann gehen weil die einfach die auch Attacken haben, die die komplette Stage angreifen. Sollte man irgendwie warten, bis sie sich angreifbar machen? Die scheinen nicht viel Schaden zu nehmen, wenn ich sie so attackiere. Das geht. Die können sich auch angreifbar machen, aber die Angriffe will zwar nicht unbedingt getroffen werden von denen. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein tatsächlich einzigartiger Gegner zum Adventure-Modus. Ja. Den gab es noch nicht im Story-Modus, den Mini-Verbanden. Ja, der ist doch irgendwie komisch und wie macht der nicht richtig viel Sinn? Ja, seine Existenz ist nicht begründet, aber er ist halt ein Gegner. In erster Linie, er existiert. Boom! Die Riesenanimationen scheinen ein kleines bisschen Lag verursacht zu haben, gerade auf der Konsole. Okay. Ich verabscheue den Verbannten. Der Verbannte macht sich ist so schnell damit fertig, nicht mehr angreifbar zu sein. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich dachte gerade, okay, jetzt sollte ich langsam meine Spezialattacke benutzen und da war er auch schon wieder oben. Ja. Okay. Ja, Verbannten zu bekämpfen ist immer nervig. Jetzt muss er erstmal zappeln. Okay, Attacke. Stirb, Verbannter. Ich weiß auch gar nicht, warum du hier oben rumhängst und nicht unten in deinem Siegelhain. Weil da unten keine Basis ist. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Ja, das wird's wohl sein. Wieder angreifbar. Okay. Spezialattacke. Gucken wir mal, was mit einer großen Spezialtechnik ist. Boom! Ein Portal oder sowas. Kein Finisher? Ich habe den Finisher schon gemacht. Achso, das. Während du mit deiner Spezialattacke beschäftigt warst, habe ich den Finisher gemacht. Ach so. Naja, gut. Ich mir auch. Junge, das muss eigentlich auch erstmal gesagt werden, ne? Ja. Verteidigen! Ja, der floppt da wieder so ein bisschen durch die Gegend. Everybody do flop. Ich habe nur noch ziemlich wenige Herzen, muss ich gerade mal feststellen. Look. Und wieder zum Angriff. Ich bin tatsächlich, er hat mich tatsächlich mit seinem Stamper getroffen. Ich bin unglücklich mit mir selber. Mit dem A-Rang wird definitiv nichts, nee. Aber... Wie gesagt, allein hier hinten der Verwandte mit seinen beiden kleinen Verwandten haben wir bisher immer den A-Rang versaut. Ist das ja denn unser letzter Gegner in dieser Mission? Ja. Schwierig. Nur wenn ich mich recht entsinne, darfst du auch hier irgendwie nur 4 Herzen Schaden nehmen, um keinen A-Rang, um den A-Rang zu bekommen. Insgesamt? Deshalb ist es ziemlich lächerlich, ja, die Mission hier A-Rang zu holen. Noch mal eine Spezialattacke auf seine Zähne. Kaboom! Das sollte sie alle zerlegt haben? Ja. Hat sie alle zerlegt. Utsch, das ist ein Umfall, hat mir Schaden gemacht. Dankeschön, ja. Verbannter. So, nochmal, Spezialattacke drauf. Glücklicherweise habe ich ja meine zweite Leiste hier. Boom! Und Finisher-Technik. Ja, zweite Finisher-Technik. Stippverbannter. Wir warten weiterhin darauf, dass er sich dann ein drittes Mal Angriff macht. Noch so eine nervige Angewohnheit des Verbannten. Er ist nicht mal mit 2 Spezialangriffen tot. Beim nächsten Mal sollten wir dann aber eigentlich erledigt haben. Du hast ja noch deine Spezialleiste voll. Ja. Kannst du ja gleich dann benutzen. Dann sollte es das hoffentlich für ihn gewesen sein. Ja, ich wollte sie jetzt benutzen, erstmal die 10 kaputt zu machen. Ja, klar. Die 10 zu zerstören. Und zum Angriff. So. Jawohl, sehr schön, alle erledigt. Baumfeld, Timber. Ja, dann schauen wir mal. Und ich mach meinen Finisher. Oder, nee, doch nicht. Das war nur einfach nur eine große Attacke von mir. Das hat leider nicht gereicht. Das heißt, wir müssen ihn nochmal fällen. Ja. Hast du noch eine Spitze? Nee, hast du leider nicht, schade. Doof. Jetzt müssen wir irgendwie mit seinen leuchtenden Zähnen unten seine Zähne zerstören. Ja, ich muss erstmal was trinken. Autsch. Ah, ich auch. So, Glück, jetzt Glück, hab Glück. Ich auch wieder. Ah ja, stimmt, das füllt ja unsere Spezialleiste inzwischen auch dadurch, dass unsere Tränke inzwischen gut genug sind, weil wir inzwischen genug Skulltulas haben, ja. Ja, stimmt, genau, das war noch was, das wir inzwischen freigeschaltet haben. Dadurch, dass wir so viele Skulltulas gesammelt haben, sind unsere Tränke natürlich auch mal wieder besser geworden. Ja, und jetzt ist es auch kaputt. Und Finisher. Boom. Mission erfolgreich. Definitiv weit unter A-Rang. Ja. Wie gesagt, die Mission ist Killer. Das ist tatsächlich ziemlich schwer. Und vor allen Dingen ist das so eine dermaßen frühe Mission in diesem Spiel. Ja. Na gut, das ist besiege alle Feinde Stufe 8. Meinen die aus irgendeinem Grund hier direkt am Anfang ist. Aber ja. Ich hatte erwartet, dass Stufe 8 sich auf die Stufe deiner Charaktere bezieht. Nee, ich glaube Stufe 10 ist ein Maximum von denen, die da in dem Abenteuermodus angezeigt werden. Oh, okay. Dann ist es natürlich schon eine ziemlich heftige Mission. Ja. Das habe ich nicht erwartet. Ja, erlittener Schaden C. Ja. Immerhin haben wir eine Kerze gekriegt. Wunderschön. Nee, und den Siegelstein ist verbunden. Das ist doch mal wenigstens was wert. Immerhin. Gold-Item. Ja. Und der Ralfos-Lehrer dazu. Okay.
Sehr schön. Immerhin haben wir es geschafft, eine Abenteuerkartenmission hier noch zu schaffen. Nach den Dodongos. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht in Richtung neuer Charaktere, die wir freischalten können. Mit einer menschlichen Midna dabei. Bis dahin. See ya. Aloha.